Hallo, hier ist die Nadine vom Papierkniff. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ja, super schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht hast du mich auch ganz neu gefunden hier auf diesem Kanal. Dann einmal ganz kurz zu mir. Ich heiße Nadine, lebe in Hattingen und bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Das bedeutet, du bekommst hier nicht nur regelmäßig kreative Ideen von mir gezeigt, sondern darfst auch sehr gerne alle aktuellen Stampin' Up! Produkte bei mir bestellen, entweder in meinem Online-Shop oder direkt bei mir persönlich, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter nadine@papierkniff.de. Alle Informationen dazu findest du auch nochmal unten in meiner Infobox. Lies sie dir doch sehr, sehr gerne mal durch. Ja, ich freue mich von dir zu hören. Aber heute möchte ich dir auch eine ganz, ganz tolle Karte zeigen. Und inspiriert hat mich die Lene aus meinem Team. Die hat nämlich einen super schönen Swap gebastelt. Den habe ich euch auch schon im Video gezeigt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Pop-out-Karte mit Wow-Effekt. Und ja, ich habe eine weihnachtliche Version gebastelt. Die Maße sind auch etwas abgeändert. Also meine ist ein Tick größer, aber alles andere ist gleich. Und ja, das ist so eine glitzerfunkelnde Sternenweihnachtskarte. Und die öffne ich euch noch nicht. Es soll noch eine kleine Überraschung bleiben, wie ich sie von innen gestaltet habe. Aber ich zeige euch dafür nochmal Lenes Karte und dann könnt ihr ja vielleicht erahnen, wie diese Karte aussehen wird. Also, die öffnet man hier an so einem Band und dann kann man sie hier so wunderbar hinstellen. Und sie lässt sich hier noch weiterhin öffnen. Und zwar kommt hier nochmal so ein toller Pop-up-Effekt. Und ja, sie hat das natürlich in einem schönen Herbstdesign gestaltet, auch mit einem wunderschönen Papier und noch so schön geprägt. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine Weihnachtsversion daraus gemacht. Und wenn ihr Lust habt und wissen wollt, wie ich diese Karte gebastelt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Nach dem Intro lege ich los. Mit meiner Pop-out-Karte mit Wow-Effekt. Ja, ich sage euch erstmal die Maße des Farbkartons für die Grundkarte. Und zwar habe ich hier Marineblau und das größere Stückchen hat ein Maß von 22 cm mal 14,5 cm und das etwas kleinere Stückchen hat ein Maß von 12,5 mal 14,5 cm. Und mit dem beginne ich jetzt erstmal, weil das müssen wir nämlich gleich aneinander kleben. Also ihr legt euch das größere Stückchen an mit der langen Seite nach oben und falzt es bei 5,5. Ziehe es mal ein Stückchen runter, also 5,5, 11, 16,5. 5. Genau, dann legt ihr euch die kurze Seite nach oben und jetzt müsst ihr schneiden und zwar zwischen der ersten und dritten Falzlinie. Und dazu legt ihr eure kurze Seite oben bei 2,5 cm an und schneidet jetzt zwischen den Falzlinien entlang. Tastet euch langsam hervor, dass ihr nicht zu weit schneidet. Das macht ihr auf der anderen Seite genauso, also wieder oben bei 2,5 cm anlegen. Und schneiden. Okay. Dann nehmt ihr euch das andere Stückchen. Das müsst ihr so anlegen, dass die kurze Seite oben liegt, also die 12,5 cm Seite. Und dann falzt ihr das einmal bei 1,5. Das wird die Klebelasche. Dann kann das eine Männchen mal weg. Jetzt müsst ihr das nachfalten. Dafür nehmt ihr am besten euren Papierfalter und falzt einmal die Falzlinie nach. Wie gesagt, das wird jetzt hier gleich die Klebelasche. Und hier faltet ihr die äußeren Kanten erstmal nach innen. Also so. Dann, das kommt auch nach innen, also hier diese oberen Laschen, die kommen auch nach innen. Oder nach hinten, wie man es auch nennen möchte. Und hier dieses mittlere Teil, das wird nach vorne gezogen.
dann habt ihr das so fertig. Genau. Und diese Karte wird jetzt gleich angeklebt. Und zwar setzt ihr das so aufeinander. Dann habt ihr quasi eine verlängerte Karte. Genau. Das kleben wir jetzt zusammen. Also hier auf die Klebelasche Tombow-Kleber geben. Ihr könnt natürlich auch doppelseitiges Klebeband nehmen, was ihr so habt. Und dann setzt ihr das aufeinander. Passt auf, dass das schön bündig ist. Umso schöner sieht es nachher aus. Und dann könnt ihr das einfach mal zusammenklappen und einmal kurz nachfalten. So. Genau, das ist die Grundkarte. Also total simpel. Wenn man einmal weiß, wie man sie faltet, ist das alles gar kein Thema. So, jetzt zeige ich euch einmal das Designerpapier, mit dem ich arbeite. Das ist ganz besonderes Designerpapier. Und das, ja, das glänzt und funkelt und das ist total schön. Ich zeige euch das mal. Das findet ihr hier im Mini-Katalog September bis Dezember. Und das nennt sich Leuchtend Hell. Und da bekommt ihr 6 Blätter. Also es nennt sich auch besonderes Designerpapier. Und da sind so Metallic Designs bei. Und ich zeige euch das mal ganz schnell. Wichtig ist zu wissen, das ist nur immer die Vorderseite bedruckt. Also die Designerpapiere sind meistens bei uns doppelseitig bedruckt. Hier in dem Fall ist es aber einseitig. Also die Rückseite ist weiß. Also schaut mal, richtig schön Sternenhimmel, also Marineblau und Gold oder Vanille pur und Gold, auch ganz, ganz toll. Also ich hoffe, das kommt in der Kamera hervor, es ist wirklich ein goldener Traum. Und ich nutze jetzt dieses Papier. So, jetzt habe ich mir das Designpapier eben gerade zurechtgeschnitten. Ihr benötigt folgender Maße und 2 x 5 cm x 14 cm und 1 x 10,5 x 14 cm. Und das wird gleich folgendermaßen aufgeklebt. Also das kommt hier so an die Seite. Und dieses große Stück wird hier aufgeklebt. Da man aber gleich nur so einen Rand sieht und ich das Papier echt so schön finde und da nichts verschenken möchte, habe ich mir jetzt gerade hier so ein so ein Rechteck rausgesucht. Das ist übrigens das bestickte Rechteck. Das werde ich mir jetzt hier einmal ausstanzen, damit ich echt auch nichts von dem Papier verschenke, weil mit dem Stückchen kann ich ja dann nochmal irgendwas anderes Schönes zaubern. Da wird mir schon was einfallen. Und das mache ich jetzt mal eben und dann kleben wir nämlich gleich hier nur diesen Rahmen auf. Okay, bis gleich. So, dann bin ich wieder. Also hier, wie gesagt, jetzt ist das hier mein Rahmen, den klebe ich jetzt hier gleich auf. Und dieses Stückchen, da werde ich auf jeden Fall noch irgendwas anderes Schönes mitzaubern. Das mache ich jetzt mal eben. Also wir kleben jetzt immer das Designpapier schon mal auf. Richtig, richtig schön. Ach, ich mag das total gerne. So, jetzt geht's weiter. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal so, dass ich mit euch hier die, die Karte bastel, die hier noch eingeklebt wird. Und dafür benötigt ihr folgendes Farbkarton. Ich habe mich einmal hier für Wilder Weizen entschieden und dann auch wieder Marineblau. Und Wilder Weizen, ich finde, das passt jetzt total gut hier zu diesem goldenen. Genau, deswegen nehme ich das und das hat ein Maß von 20 cm x 13,5 und auf der langen Seite habe ich es auch schon gefalzt bei 10 cm und dann habt ihr hier so eine Klappkarte. Wie gesagt, die wird jetzt halt hier gleich einmal eingeklebt und dann benötigt ihr noch ein Stückchen Farbkarton in Marineblau. Das hat ein Maß von 19,5 x 13 und das wird auch einmal auf der langen Seite gefalzt bei 9,75 und dann habt ihr hier ebenfalls eine Klappkarte, die jetzt hier gleich eingeklebt wird. Aber bevor wir das einkleben, müssen wir das noch falzen, damit dieser Pop-out-Effekt auch entsteht. Dazu benötigt ihr einmal ein Lineal und einen Bleistift und dann markiert ihr euch Punkte. Und zwar immer von außen gesehen, also 2,5 cm. Macht ihr hier oben einen Bleistiftpunkt und hier 2,5 cm.
und einmal auf der Falzlinie von unten bei 4,5. So. Und von den Markierungspunkten falzt ihr jetzt gleich. Also ihr legt euch das in den Schneidebrett, ich zeige euch das gleich auch einmal. Und dann falzt ihr von Punkt zu Punkt. Also von dem Punkt zu dem Punkt legt ihr euch das hier so in die Falzlinie. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr möchtet, mit einem Lineal und einem Falzbein machen. Das geht auch. Ich mache es jetzt hier so. Ach, schneide, klicke bloß nicht. Das wäre es jetzt gewesen. Und dann macht ihr das nochmal genau das gleiche auf der anderen Seite. Dann habt ihr hier so ein Dreieck. Das zeige ich euch nochmal hier an dieser Karte. Das wird jetzt einmal gefalzt, indem ihr es nach vorne holt. Das muss ich einmal hier selber überlegen. Also wirklich nur das Dreieck falten. Und dann klappt es zusammen und einmal schön übereinander legen, schauen, dass es auch gleichmäßig ist. Ich sehe hier gerade, bei mir ist es nicht ganz optimal. Dann schummel ich einfach mal ein bisschen und lege es nochmal schön übereinander und gehe dann mit dem Papierfalter einmal schön kräftig darüber. Genau. Dann habt ihr hier diesen Pop-Out-Effekt, den ihr natürlich dann noch wunderbar dekorieren könnt. Das mache ich gleich natürlich auch noch. Und das wird dann in die Karte eingeklebt. Je nachdem, wenn ihr jetzt noch was stempeln möchtet, macht es vielleicht vorher. Ansonsten könnt ihr es jetzt schon einkleben. Ich lege das immer weg. So, in meinem Fall klebe ich es gleich erst ein. Ich werde jetzt erstmal hier die Vorderseite noch dekorieren. Das habe ich mir auch schon vorbereitet. Das zeige ich euch mal. Und zwar habe ich mir da wiederum ein Stückchen Farbkarton in Marineblau genommen und habe das schon geprägt. Und zwar mit dem ganz, ganz tollen Produktpaket, das ich euch jetzt auch natürlich zeige. Nacht voller Sterne. Und ja, da gibt es eine Hybridprägeform. Da könnt ihr mit Prägen und Stanzen gleichzeitig. Wo ist es? Hinter mir. So. Also das ist hier diese Prägeform. Und ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sehen kann. Das ist ein richtig, richtig schön erhaben. Also wirklich richtig toll embossed. Und dazu gibt es ein Stempelset. Und da werde ich jetzt hier gleich in meine Innenkarte noch einen Spruch aufstempeln und vielleicht auch noch eure Sterne. Ich bin mir noch nicht so sicher. Das werde ich mir gleich nur überlegen. Genau. Und das sind die tollen Stanzformen dazu. Also das gehört hier zu der Hybridprägeform und das sind also einzelne Sterne. Hier gibt es noch so ein schönes Etikett und das ist ein ganz, ganz toller Stern. Den nutze ich gleich für meine Vorderseite. Habe ich auch schon vorbereitet, damit das Video hier nicht so super lang wird, weil das ja doch etwas aufwendiger ist. Das mache ich jetzt so, dass ich das Stückchen Farbkarton auf jeden Fall schon mal auf meinen wilden Weizen klebe. So, schön aufgeklebt. Das kommt, wie gesagt, das kommt gleich da rein, aber das werde ich sowieso noch bearbeiten. Da wird natürlich auch noch Deko stattfinden und wie gesagt, das wollte ich ja noch embossen, das mache ich aber erst später.
Aber das ganze Schätzchen hier, das können wir schon mal einkleben. Also einfach da so drauf. Zum Erziehen, dass es gerade wird. So. Es wird, merkt ihr? Es wird langsam. Genau. Jetzt werde ich, glaube ich, mit euch gemeinsam hier die Vorderseite noch gestalten. Das mache ich jetzt folgendermaßen. Wie ich euch ja gerade schon gezeigt habe, es gibt ja so eine schöne Stanzform in dem Set und das habe ich auch schon ausgestanzt. Und da habe ich mir ebenfalls wieder ein Stückchen Farbkarton in Marineblau genommen und habe mir den Stern ausgestanzt und das ist echt total schön. Und da er ja auch sowieso schon so glitzert hier, diese Karte, wollte ich es noch mehr glitzern lassen. Und wir haben im Programm auch ein Glitzerpapier. Und ja, schaut mal, also hier geht es jetzt richtig ab. Das ist wirklich so ein super, super Gold-Glitzerpapier. Das gibt es auch in Silber. Moment, zeige ich euch auch noch in Silber. Genau, das nennt sich, glaube ich, einfach, genau, selbstklebendes Glitzerpapier in Silber und Gold. Und ich habe jetzt hier ein Stück in Gold ausgeschnitten. Ich zeige euch mal einmal die Maße. Muss man aber lupen. 8,7 cm mal 7,8. Und dieses Stückchen in Farbkarton hat ein Maß von 8,3 mal 7,4. Genau. Und das kommt jetzt gleich hier so drauf. Falsch rum. So. Das setze ich hier gleich so übereinander und dann glitzert das echt richtig, richtig doll. Also wenn man auf Gold steht, dann ist das genau die richtige Karte. Und schaut mal. Cool, oder? Und ich baue da noch ein Band ein. Jetzt wo habe ich es denn hingelegt? Ich hatte es mir schon ausgeschnitten. Es gibt nämlich auch noch so Goldglitzerband. Also wenn es nicht sowieso schon genug glitzern würde, hier haben wir noch so ein schönes marineblaue Glitzerband. Ist auch richtig, richtig toll. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Muss mal gucken. Geschenkband mit Glitter. Genau. Das gibt es auch in dieser Reihe. Also hier im Katalog findet ihr das auf der Seite 15. Und ja, das ist richtig toll. Und das baue ich jetzt ein. Aber erstmal klebe ich mir den Stern schon mal auf das goldene Papier. Und dann wird gleich das Ganze hier aufgeklebt. Und da das ja ein selbstklebendes Glitzerpapier ist, ist es ja total einfach für mich, natürlich auch das Band da so einzukleben. Also ich habe mir jetzt einfach hier so ein Stückchen abgeschnitten. Das wird hier gleich so einmal rumgewickelt. So. Und dann wird das hier so an der Seite verschlossen. Ich zeige euch das mal einmal. Und dann kommt das hier oben drauf. Und damit das jetzt schon mal so ein bisschen fixiert wird, das Band, klebe ich da einfach so ein bisschen doppelseitiges Klebeband drüber. Mal ein bisschen mittig gucken. Natürlich schwierig, wenn man das jetzt hier an den Fingern kleben wird. Moment. So, jetzt. Einfach nur fixieren und das kommt dann noch da oben drauf. Dann könnt ihr hier einfach dieses Trägerpapier abmachen. Ich habe heute irgendwie so ein bisschen Sprachschwierigkeiten. Entschuldigt bitte. Und aufkleben. Ich ziehe es mal zu mir hin, damit ich es auch wirklich gerade bekomme. Bin gleich wieder im Bild. Moment. So, oh, jetzt glitzert es hier schon ein bisschen von dem Band. Okay. Also so wäre dann die Vorderseite. Ah, schon ziemlich cool, oder? Also wenn man auf Glitzer steht und auf Gold, ist das doch die perfekte Weihnachtskarte für einen lieben Menschen.
Genau, jetzt geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich wollte ja noch die Innenkarte dekorieren und hier kommt gleich auch noch was drauf. Das mache ich jetzt mal eben und dann zeige ich euch gleich mein fertiges Werk und was ich genutzt habe natürlich auf jeden Fall. Also bleibt dran, bis gleich. So, die Pop-Out-Karte mit Wow-Effekt ist fertig und es funkelt und glitzert. Das ist echt der Wahnsinn. Auch mein Basteltisch glitzert jetzt hier gerade so vor sich her. Aber ich finde das gerade so zur Weihnachtszeit völlig in Ordnung. Und ja, die öffne ich euch natürlich jetzt auch, die Karte. Ihr möchtet ja vielleicht auch sehen, wie ich sie von innen gestaltet habe. Zuallererst zeige ich euch aber nochmal die Karte von der Lene. In ihrer Herbstversion auch wunderschön. Und apropos Lene, sie findet ihr bei Instagram unter Konfettifee. Ich verlinke mal ihre Instagram-Seite in meiner Infobox. Und ja, sie wird sich bestimmt sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr sie dort mal besuchen würdet und ihr vielleicht auch ein Abo dalasst. Das wäre ja total schön. Aber jetzt zu dieser Karte. Also ich öffne sie euch natürlich. So, und dann... Da-da-da-da. Also wie ihr seht, eben die Vorderseite habe ich jetzt so gelassen. Dieses Prägemuster, das ist echt schon so schön. Und ja, also ich mag es dann in dem Fall ein bisschen schlichter. Die Lene hat, ich zeige es euch auch nochmal, da ein schönes Etikett aufgesetzt, was natürlich auch wunderbar passt. Also das könnte man natürlich hier auch noch machen. Und ihr habt ja in dem Stanzform auch Etiketten. Und halt in dem Stempelset ja auch so wunderschöne Sprüche. Da könnte man natürlich auch noch was draufsetzen. Aber in meinem Fall reicht es mir jetzt. Und ja, jetzt öffne ich euch natürlich noch diese Karte. Und dann habe ich jetzt hier den großen Stern geprägt und ausgestanzt mit der Hybridprägeform, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und dann habe ich hier Frohe Weihnachten embossed. Und wenn ihr das seht, auch das Papier glitzert. Und das habe ich mit Wink of Stella gemacht. Kennt ihr vielleicht? Das ist dieser Glitzerstift. Und dann habe ich einfach den geöffnet und habe den so über meinen Finger geklopft. Und dann kommen hier auch einfach ganz, ganz schöne wilde Spritzer heraus. Und ja, ich finde, das ist nochmal so der letzte Clou. Und hier habe ich noch so ein kleines Sternchen aufgeklebt. Da gibt es auch Paletten, Sternchenpaletten. Die nennen sich selbstklebende Metall-Accessoire-Sterne. Da habt ihr zwei unterschiedliche Größen und da habe ich jetzt eine auch noch aufgeklebt. Dadurch steht die jetzt so ein bisschen ab hier. Wenn ihr das jetzt nicht machen würdet, wäre das ganz flach, so wie hier bei der Lena auch. Ne? Und die Lena hat es noch mal ein bisschen mehr dekoriert. Das ist auch wunderschön. Ich habe es jetzt so gelassen. Aber ja. Ist ja jedem selbst überlassen. Ich finde beide Versionen total schön und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ihr habt jetzt Lust, diese Pop-Out-Karten mit Wow-Effekt nachzubasteln. Würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar unter dieses Video schreibt und ein Däumchen hoch hinterlasst. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, natürlich auch selber ein Abo. Und sollte euch jetzt das Papier total zusagen und oder überhaupt die Stampin' Up! Produkte und ihr möchtet etwas bestellen, freue ich mich natürlich auch sehr darüber, wenn ihr in meinem Online-Shop stöbert und ja, eine Bestellung dort aufgibt oder bei mir persönlich, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter nadine@papierkniff.de und ja, vielleicht kennt ihr mein Neukundenangebot noch nicht, dann schaut euch auf jeden Fall mal meine stille Post an, da habe ich die ganz genau beschrieben und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns das nächste Mal hier wieder auf dem Kanal. Bis dahin, tschüss, eure Nadine vom Papierkniff.